Hallo miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Heute unterwegs mit dem Darren, YouTube-Channel Trail Tracker. Wieder mal woanders, auf dem Bogmer Super Trail, näher angelegen an den Glarner Alpen. Aber schaut mal die Aussicht hier. Richtig geil. Ich habe euch natürlich den Link von der Tour, Parkmöglichkeiten und alles, was so dazugehört, in die Beschreibung eingefügt. Bleibt dabei, es lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spass. Tschüss. Super Start, das hat sich gelohnt. Wir haben zuerst viel weiter unten starten. Hat der Darren aber gefunden, ja, komm, wir gehen trotzdem hoch. Das hat sich wirklich gelohnt. Der ist geil. Aber wenn wir halt ein Stück wieder nachher mit aufstoßen. Different. Und los. Sehr gut. Geile Passage, wirklich. Yes! So, jetzt sind wir da eigentlich an dem Ort, wo wir ursprünglich, oder wo ich ursprünglich das Gefühl hatte, da könnten wir ja starten. Zum Glück haben wir aber den ersten Teil gemacht. Das ist richtig geil. Nächste Trailabschnitt. Geil, cool. Geil, richtig geile Sektion. Sehr nice. Was ihr einfach da ein bisschen müsst, ist aufpassen, dass auch der Fuss geht. Ja. Einfach geil. Sorry. Ja.
immer mehr hochfahren. Wirklich, ich hoffe, ihr seht etwas, das ist ein dunkler Abschnitt. So geil. Oh, wrong way. Hey, passt. Gut. Aufholen. Oh. Ja, ho! Sehr cool. Guten Tag. Ah, gut, gut. Willst du voraus? Nein, kannst du. Soll ich mal? Vielleicht geht es jetzt mal abwärts. Oh. Aha. Das ist aber der Trail, das erste Mal war und erkannt. Drop! Nice! Drop! Darren! Einfach so geil! Nein, da geht auch. Was machen wir jetzt hier oben? Sehr, sehr, sehr nice! Ein bisschen steil. Okay. Wow, Baum! Lernen. Das war fast schnell.
zieht euch das rein. Du kommst schon oben, ein paar Meter auf der Straße und du bist wieder mit deinem Auto. Eine richtig, richtig geile Tour. Einfach so für einen neuen Tag. Vorsaison, Nachsaison. Perfekt. Welcome, Trail Tracker. Successful Trail Tracking. Yes. Ich bin so geflasht von diesem Trail, ich habe vergessen, das Outro zu machen. Darum sehen wir uns hier in der Garage. Es war einfach geil. Ein super Tag, super geile Trail. Und die 1000 Höhenmeter Uphill lohnen sich auf jeden Fall. Ob E-Bike oder nicht, ich denke, es ist beides gut machbar. Und der hinterste Teil lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn ich ein bisschen aufstoßen muss. Aber es ist richtig cool, das Ganze am Stück so zu fahren. Vielen Dank an all die, die den Trail unterhalten, auch wenn es teilweise auch Wanderwege sind. Aber man sieht, es ist da und dort immer etwas gemacht worden. Und es ist wirklich eine coole Sache. Gerade im Herbst und im Frühling perfekte Alternative. Es ist schon ein bisschen alpines Gelände, aber doch noch nicht so hoch. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben uns dann am Schluss nicht nehmen lassen, noch eine Auszeit zu gönnen und den Tag ein bisschen ausklingen lassen. Und ja, das Film ist länger geworden. Ich habe euch nichts vorenthalten. Ich danke euch vielmals, wenn ihr bis jetzt dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und den Daumen hoch da zu lassen. Danke fürs Schauen. Schön, dass ihr dabei gewesen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis.